Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und das heutige Video ist eine echte Herzensangelegenheit, denn wenn du mir schon etwas länger folgen solltest hier auf dem Recording-Blog, dann weißt du, dass ich regelmäßig mich darüber beschwere, dass es in Studio One kein vernünftiges Delay, also kein vernünftiges Echo-Plugin gibt. Es gibt natürlich verschiedene Plugins, aber eben keins, was wirklich einfach und intuitiv einstellbar ist und dann auch noch das macht, was es soll. Zumindest so soll, wie ich mir das gerne vorstelle. Vielleicht hast du andere Vorstellungen davon, aber für mich ist es wichtig, dass ich jeden einzelnen Parameter in einem Delay einstelle, kann, den ich beeinflussen kann. Und dazu zählt unter anderem, dass ich für die linke und die rechte Seite getrennte Delay-Zeiten einstellen möchte. Das geht bei Studio One nicht, deswegen habe ich mich seit längerem schon umgeschaut und habe dann von euch draußen den Tipp bekommen, ich sollte mir doch mal das Spaceship-Delay, was ich hier gerade aufgemacht habe, angucken von Musical Entropy. Genau. Link, falls du es hier runterladen willst, unten in der Videobeschreibung oder unter recordingblog.com im aktuellen Artikel, den ich dazu geschrieben habe. Und wir schauen uns heute das Spaceship-Delay einfach mal ein bisschen genauer an und der Name lässt schon so ein bisschen vermuten, wo sie die Inspiration des Autors von diesem Plugin hergekommen sein könnte. Denn das Space Echo von Roland, das RE201, hat sicherlich zumindest soundtechnisch hier Pate gestanden. Und das ist ja nun mal, weiß Gott, nicht das schlechteste Gerät gewesen. Heutzutage wahrscheinlich irgendwo im Bereich von wird mit Gold aufgewogen oder zumindest über 1000 Euro für so ein Gerät. Und dann ist es auch noch alt und braucht noch an Bänder, die nicht immer funktionieren und so weiter. Ich glaube, so ein Delay-Plugin kann da eine gute Variante sein im schnellen Produktionsalltag hier. Und wir schauen uns dieses ganze schöne Plugin jetzt gleich mal Stück für Stück an und wenden dann hinterher, zeige ich dir noch, wie wir damit einen Vocal einbetten können in einen Song und zwar einen furztrockenen Vocal, den wir mit nur einem Plugin, eben diesem Spaceship Delay, wunderbar in den Song einbetten können, ohne dass wir da großartige Verrenkungen machen müssen. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Wir gehen jetzt aber am besten jetzt erstmal einfach hier durch die einzelnen Sektionen durch, denn wie du hier schon sehen kannst, Ivan, der Programmierer von diesem Plugin, hat sich wirklich viel Mühe gegeben, aber eben nicht mit der Oberfläche. Hier gibt es keinen Schnicki-Schnacki-Klick. Klicki, Bunti, sonst was irgendwie, ich überzeuge dich mit meinem schönen Aussehen-Plugin, sondern dieses ist funktional und konzentriert sich komplett auf das, was man braucht, nämlich die Regler. Das gefällt mir persönlich am besten, denn dann weiß man auch, was man wie wo einstellt und kann sich dann im Zweifel dann auch mehr auf seine Ohren verlassen, auf das, was man hört, als auf das, was hier irgendwie kunterbunt, so ist das richtige Wort, ne? Kunterbunt über den Bildschirm flackert. Ich glaube, wir gehen einfach mal durch die einzelnen Sektionen durch. Die sind für Leute, die schon mal ein Plugin gesehen haben, auch weitgehend selbsterklärend, vor allem, wenn man mal ein Delay-Plugin gesehen hat. Aber wir fangen mal vorne an, ganz einfach. Das ist hier die General-Fraktion, die General-Fraktion und das ist quasi die Mix-Fraktion. Hier wird also eingestellt, wie das Signal reinkommt ins Plugin, wie mit welchem Input, also wie laut es ins Plugin reingeht. Kann man auch für Übersteuerungen durchaus für sorgen, wenn man das Signal ein bisschen heißer reinschickt ins Plugin. Output, wie laut das ganze Signal rausgeht, und zwar sowohl das Hauptsignal als dann auch das Delay, was man dazu mischt. Mix ist natürlich selbsterklärend. Mix bedeutet, dass da eingestellt wird, in welchem Verhältnis das Hauptsignal und das Delay dazu gemischt werden. Und jetzt kommen wir, oh, das will ich nicht verstellen hier, stellen wir mal wieder auf 50. Und dann haben wir da drunter haben wir die Attack-Zeit. Und das ist jetzt nur wirklich ein Parameter, den ich in einem Delay noch nicht gesehen habe, der aber was Cooles bedeutet, denn die Attack-Zeit ist im Prinzip, Attack ist nicht das richtige Wort, ich glaube Threshold wäre die richtige Bezeichnung für diesen Regler. Man muss sich vorstellen, dass diese Attack-Regler regelt, ab welchem Eingangspegel ein Delay dazugemischt wird. Wenn du einen Sänger zum Beispiel hast, der relativ leise singt und der kein Delay drauf haben soll, dann regelst du hier einfach die Attack-Zeit ein kleines bisschen hoch und solange der Sänger nicht über diesen Wert, den du hier eingestellt hast, drüber singt, gibt es kein Delay. Singt er lauter, dann macht das Plugin ein Delay dazu und dann musst du genau einstellen mit dem Attack, wie du es haben möchtest, ab welchem Pegel der Sänger zum Beispiel dann Delay bekommen soll. Aber wirklich sehr praktisch, da braucht man nichts automatisieren. Wenn er leise singt, hast du kein Delay dahinter. Und wenn er laut singt, dann gibt es halt entsprechend Delay. Der nächste Regler, da sind wir jetzt bei der Inspiration vom RE201, bei dem Space Echo von Roland. Das Space Echo hatte eine Hallspirale eingebaut, so wie sie alte Gitarrenverstärker auch hatten. Und Spring heißt Hallspirale, das heißt, man kann hier auch einen schönen alten Federhall dazu mischen. Sehr praktisch, braucht man kein separates Plugin und kann einfach hier jetzt zu dem Delay direkt noch einen Federhall drauf machen. Da bist du quasi mit einem Plugin schon bestens aufgestellt. Und das zeige ich dir auch gleich, wie wir die Vocals hier einbetten in den Mix. Einfach nur mit diesem Plugin, mit dem Spaceship Delay. Die nächste Sektion ist eigentlich die Hauptattraktion in diesem ganzen Plugin, wenn du mich fragst. Denn Delay ist natürlich selbsterklärend. Ich gehe mal mit dem Zoom raus hier. Delay ist selbsterklärend. Wir können hier einmal einstellen Single Mode. Ich gehe mal wieder rein in den Zoom. Single Mode, das heißt ein Monosignal.
ein Mono-Delay, dann haben wir hier Ping-Pong, da springt das Delay von links nach rechts immer abwechselnd, oder eben das, was mir am meisten gefehlt hat in Studio One, das Dual-Stereo, wo man beide Seiten separat voneinander einstellen kann. Und wenn ich hier über Studio One rede, ist natürlich völlig klar, dass dieses Plugin natürlich auch in Logic läuft, in Pro Tools, Cubase, sag was, Reaper, es läuft natürlich auch da, denn du kannst es dir ja kostenlos runterladen, sowohl für Windows als auch für macOS, also für Apple. Mehr geht ja quasi gar nicht. Also so viel Service für 0 Dollar, 0 Euro, 0 Franc, 0 sonst was irgendwie, das finde ich schon wirklich ganz großzügig, muss ich wirklich sagen. Nicht nur großartig, sondern auch wirklich sehr großzügig. Also, was können wir im Dual-Stereo-Modus einstellen? Einmal natürlich die Delay-Zeit links, einmal rechts. Dann können wir hier das Feedback einstellen, also wie viele Wiederholungen tatsächlich vom Delay dann gemacht werden sollen. Und auch noch Cross-Feedback, ob es Interaktionen zwischen dem linken und dem rechten Kanal noch geben soll, zwischen den einzelnen Feedbacks, ob die jeweils auf ihrer Seite bleiben, links und rechts, wenn das Cross-Feedback auf 0 ist, oder ob die auch so eine kleine Überblendung auch auf den anderen Kanal haben, sich gegenseitig beeinflussen können. Also ein Übersprechen, würde man sagen, bei einem Mischpult. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit Freeze Looper, das bedeutet, dass du, wenn du den Looper anmachst oder das Freeze hier anmachst, dann kannst du das Plugin sogar als Looper benutzen und kannst damit sogar echte Looper-Sounds machen. Das heißt, in dem Tempo, das du ausgewählt hast, läuft das Signal dann immer wieder rund und du kannst immer wieder neu draufspielen. Großartige Nummer. Und hier unten Sync Type, das heißt, woran sich das Tempo eigentlich orientieren soll, das wir hier oben einstellen können. Du hast hier oben gesehen, da kann man die Delay-Zeit einstellen. Im Moment kann man sie per Millisekunden einstellen. Das ist hier diese freie Einstellung, Free. Bedeutet ja frei. Dann ist daneben BPM. BPM bedeutet, dass du hier selber ein Tempo wählen kannst, mit dem dieses Delay abgefahren werden soll. Oben gibst du dann an, welche Notenwerte du hast. Sagen wir mal links eine Viertel, rechts eine Achtel und dann hast du links und rechts unterschiedliche Delays und kannst dann quasi hier einstellen, welches Tempo das sein soll. Oder aber du sagst, nee, ich möchte, dass sich das Tempo direkt an meinem Song orientiert, dann stellst du auf Host. Host heißt ja Gastgeber. Der Gastgeber für dieses Plugin ist die DAW, in diesem Fall Studio One, und dann kannst du einfach sagen, nee, folge dem Tempo der DAW, in meinem Fall 150 Beats pro Minute. Also wirklich, diese Delay-Fraktion bietet mir alles, was ich haben will von einem Delay-Plugin und es ist auch noch einfach und übersichtlich einzustellen. Großartig. Filter. Mit der Filterfraktion sorgst du dafür, dass du jetzt nicht mehr nach deinem Delay noch einen Equalizer einschalten musst, mit dem du vielleicht Höhen und Bässe beschränken möchtest, also indem du vielleicht einen Low- und einen High-Cut setzt. Das ist hier schon mit eingebaut, kannst du hier einstellen, kannst hier verschiedene Filtertypen noch wählen. Low- und High-Cut, also abschneiden unten und oben rum im Filter, im Frequenzbild. Dann kannst du hier auch anheben. Low- und High-Shelf ist eine Anhebung im Hoch- und Tiefpassbereich. Japanese habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, müsste ich mir mal anhören. Und German Canadian habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ja, du siehst, es gibt für mich auch noch einiges zu entdecken in diesem Plugin. Das Schöne ist, dass man sich das ja anhören sollte. Das heißt, bevor man sich auf irgendwelche Bezeichnungen hier verlässt, sollte man sich das einfach anhören und für gut oder für schlecht befinden, ob das gerade in den Mix reinpasst. Also viele Einstellmöglichkeiten. Dann hier natürlich, wenn ich hier mal wieder zurückgehe, auf Low und High Cut gehe, kannst du hier einfach einstellen, wie der Low und der High Cut eingestellt werden sollen. Falls du nicht weißt, was ein Low und ein High Cut sind, kann ich dir oben auch mal ein Video verlinken. Dann findest du eine Erklärung meinerseits, was man damit machen kann und warum es so praktisch ist. Hier kannst du noch die Flankensteilheit einstellen bei Attenuation. Kannst du sagen, wie stark das Filter eingreifen soll, ob es eher in so einer flachen Kurve mit 6 dB pro Oktave abfallen soll oder ob es ein bisschen steiler sein soll mit 12 dB pro Oktave. Einfach mal anhören und guck mal, da ist noch ein Regler drunter, der uns sagt, ob dann dieses Filter, was wir dann einstellen, also diese Beschneidung zum Beispiel von Höhen und Bässen, die wir mit Low- und High-Cut machen, ob die auf das Gesamtsignal wirken soll, also auf das Eingangssignal inklusive Delay, das wäre dann hier Main, oder Feedback, ob es eben nur auf das Delay-Signal wirken soll, wie es ja dann gewünscht ist normalerweise, wenn man dafür sorgen möchte, dass die Hauptstimme zum Beispiel ganz normal und präsent vorne stehen bleibt und das Delay dahinter immer so ein kleines bisschen schlapper wird im Höhen- und Bassbereich und sich dadurch quasi automatisch nach hinten zurückzieht im Mix. Das ist wirklich großartig. Ich kann meine Begeisterung kaum zusammenhalten. Und als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, haben wir hier noch eine Saturation, eine Modeling-Fraktion, wo man sogar noch Übersteuerungseffekte und Obertöne hinzufügen kann. Kann man mit einer harten Übersteuerung, kann man mit einer Soft, mit einer weichen Übersteuerung, mit Bit Crusher, das ist so ein ganz gruseliger Sound, wo dann die digitalen Bits quasi runtergebrochen werden von 16 Bit auf 8 auf 4 Bit. Das klingt ganz gruselig, kann aber sehr gut funktionieren, vor allem in manchen Musikstilen immer sehr gerne genommen. Und eine Tube Saturation, eine Röhrenverstärkung, eine Verzerrung quasi, Obertöne aus einem simulierten Röhrenverstärker
die das Ganze schön harmonisch in den Mix einfügen können. Hier zum Beispiel, ne, kann man noch bei einem Drive, kann man hier noch einstellen, wie da die Verzerrung sein soll und hier unten sogar noch den Ton, ob es etwas Bass oder basslastiger oder ein bisschen dünner sein soll und so weiter. Und dann kann man beim Delay Type, beim Typ des Delays, kann man auch noch einstellen, ob es ein altes Digital Delay sein soll mit seinen beschränkten Frequenzbändern, die es normalerweise hat. Frühere Digital Delays haben ja nicht mit 16 oder 24 Bit gerechnet, so wie unsere DAWs heutzutage hier, sondern oft nur mit 16 oder teilweise sogar nur mit 12 Bit, was nicht schlecht gewesen sein muss, denn dieser reduzierte Frequenzgang, den die mitgebracht haben, der hat automatisch dafür gesorgt, dass sich das Delay-Signal dann auch besser in den Mix eingefügt hat. Ne? Und wenn du mal eine Platte nimmst zum Beispiel, die hat ja auch ein etwas, oder nehmen wir mal eine Kassette oder eine Platte auch, die haben ja auch beschränkte Frequenzbänder, die gehen eben nicht bis 40 kHz hoch oder bis 96 kHz, so wie die modernsten DAWs und Wandler, sondern eben vielleicht nur bis 10 oder bis 8 kHz und schlecht ist es normalerweise nicht. Also es hat unseren Ohren immer gut gefallen, wenn es obenrum nicht zu scharf und zu harsch gewesen ist. Wie gesagt, hier altes Digital-Delay, dann kannst du Tape einstellen, was natürlich dem ursprünglichen Vorbild natürlich entsprechend nahe kommt, dem Space Echo, oder eben ein modernes Delay, das halt ganz normal das wiederholt, was dann im Frequenzbild auch angeboten wird. Ne? Ich stelle mal hier auf Tape, kann man mal machen. Kann man sogar noch SLU einstellen. Ich habe mal bei leo.org nachgeguckt, was SLU eigentlich heißt. SLU heißt Flankensteilheit. Ich glaube aber auch, dass das so ein kleines bisschen bedeutet, dass man den Tape-Faktor ein bisschen rein- und rausdrehen kann. Aber lassen wir es mal einfach so stehen. Next, but not last, oder last but not least, vor last but not least, haben wir hier die Modulationsfraktion, wo du sogar noch Modulationseffekte draufschalten kannst auf das Delay, was du hast, wo du dann dafür sorgen kannst, dass du zum Beispiel so ein automatisiertes Filter aus einem Equalizer hast. Sagen wir mal, du hast so eine Anhebung im Equalizer, so eine Glockenanhebung. Und die wird jetzt automatisch einmal durchs komplette Frequenzband durchgefahren. Das kannst du hier einstellen, und zwar die Menge von der Modulation, dann die Rate, das heißt das Tempo, mit dem dieses Frequenzband dann durchlaufen wird, dann wie stark dieses Filter ist und so weiter. Mit diesen Reglern lohnt es sich tatsächlich mal rumzuspielen und einfach mal dafür zu sorgen, pass mal auf, ich möchte mal so ein richtig schönes Eiern haben und ich möchte, dass mal so richtig schön das Ding im Hintergrund vor sich hinschwurbelt. Das kannst du durch bloßes Antippen dieser Regler schon erzeugen, und da sollte man sich tatsächlich dann auch eher von seinen Ohren und von seinem Geschmack leiten lassen als von irgendwelchen Bezeichnungen. Deswegen gehe ich hier gar nicht mal weiter in die Bereiche rein. Ich benutze es relativ selten, weil ich meistens meine Delays ganz klar dahinter haben möchte. Aber vielleicht, wenn du zum Beispiel ein Delay für ein Keyboard haben möchtest, für eine Fläche oder sonst was irgendwie, kannst du hier wunderbar rumspielen und richtig Bewegung in deinen Mix reinbringen. Jetzt aber der letzte Reiter, den wir hier noch haben, der hat es nochmal richtig in sich: Effekte. Das heißt, wir haben jetzt ein Delay, wir haben eine Modulationsfraktion, eine Saturation Fraktion. Wir haben ein Spring Reverb, eine Hallspirale. Und dann haben wir am Schluss auch noch eine komplette Effektfraktion, wo du nochmal einen separaten Low-High-Cut einstellen kannst. Ein Low-High-Shelf, einen Phaser. Das heißt, nochmal so einen richtig spacigen Effekt auf das komplette Signal legen kannst. Oder ein Tremolo, eine Lautstärke-Varianz, wie sie früher in alten Fender-Verstärkern drin gewesen ist. Also das ist wirklich, was hier alles in einem Plugin drin ist, da würden andere 100, 200 Euro für nehmen, definitiv. Kannst du hier nochmal auswählen, und als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, kannst du hier, nachdem du hier im Phaser zum Beispiel eingestellt hast, wie der reagieren soll und wie stark er hier mit Dry-Wet nochmal auf das Signal reagieren soll, kannst du hier noch einstellen bei Pre-Mix und Post-Mix, ob diese Effektfraktion sich nur auf das Delay-Signal beziehen soll. Das wäre dann Pre-Mix. So, dann würde es sich nur auswirken auf das Delay-Signal, oder auf Post-Mix, dann wäre das Hauptsignal auch wiederum davon betroffen. Wenn dir jetzt der Kopf schwurbeln sollte, ich würde sagen, wir wenden das Plugin einfach mal an. Ich mache nochmal eine saubere Instanz, das heißt, ich lösche das hier nochmal einmal kurz raus und wir machen nochmal ein neues Plugin drauf und gucken jetzt einfach mal. Ich stelle das jetzt einfach mal so ein, wie ich meine. Wir hören es uns gleich erstmal an, aber ich stelle jetzt einfach mal einen so aus dem Kopf heraus, um dir einfach zu zeigen, dass man mit ein bisschen Vorwissen schon dafür sorgen kann, dass man das Delay passend einstellt. Also, wir stellen als erstes das Wunschdelay ein. Ich stelle hier unten
den Host ein, das Host-Tempo 150 Beats, das heißt, das Tempo soll erstmal meinem Song folgen. Und warte mal, bevor wir hier anfangen, ich stelle es mal kurz auf Bypass und wir hören mal kurz rein, wie die Stimme solo klingt nochmal. My heart is rock and roll, my heart is rock and roll with you. Von vorne. My heart is rock and roll, my heart is rock and roll with you. Furztrocken und steht dadurch natürlich komplett vorm Mix. Ne? Also, wir machen als erstes mal ein Delay. Und zwar das Dual-Stereo-Delay, was ich so lange vermisst habe. Und stellen hier mit dem Host-Tempo 150 Beats pro Minute. oder pro Minute, so rum ist richtig. Stellen wir auf der linken Seite mal ein Achtel-Delay ein und auf der rechten Seite ein triolisches Achtel-Delay. Die Tatsache, oder irgendeins, was ein bisschen länger dauert, die Tatsache, dass ich links und rechts zwei unterschiedliche Delays einstelle, sorgt einfach dafür, dass das Signal, das Delay-Signal, mono aus der Mitte, wenn beide Seiten gleich eingestellt ist, links und rechts auf die Seite springt. Ich mach's dir mal an. Yeah, my heart is rock and roll, my heart is rock and roll. Ist natürlich jetzt viel zu viel, aber du hörst, was gemeint ist. Ne? Links und rechts sind unterschiedliche Delay-Zeiten und das sorgt automatisch dafür, dass das Signal durch dieses Delay links und rechts angedickt wird. Wir regeln gleich noch mit dem Mixregler ein bisschen runter, aber jetzt so in der Basis haben wir das schon mal. Als nächstes möchte ich, dass das Feedback hier ein kleines bisschen länger gestellt wird. Das machen wir mal hier einfach, sodass hier mehr als eine Wiederholung kommt, aber nur ganz leicht. Ne? Es soll jetzt nicht irgendwie so eine riesen Delay-Fahne hinten dran sein. So, ich möchte noch ein bisschen vom Spring Reverb, von der Hallspirale, drehen wir auch mal was rein, mal gucken, wie das klingt. Mal mehr. Wunderbar, es klingt noch ein kleines bisschen nach. Als nächstes gehen wir mal in den Low- und High-Cut-Filter. Das Delay soll in diesem Fall, bei diesen Vocals, soll es untenrum ein bisschen beschnitten werden. Drehen wir mal hier so hoch bis, sagen wir mal 100 Hertz, sagen wir mal mehr, 120 Hertz ungefähr soll abgeschnitten werden mit 12 dB pro Oktave, wie du hier sehen kannst. Und im High-Cut gehen wir mal, beschränken wir mal schön auf 5, 6, 7, 7K machen wir mal hier. Und dieses Filter soll nur auf das Delay wirken, deswegen stelle ich hier auf Feedback. Klingt jetzt so. Ich zeige dir mal, ich drehe mal den Mix komplett auf 100%, dann hören wir nur das Delay und dann kannst du mal hören, wie dieses Filter hier wirkt. Es wird mumpfiger und dünner. So, jetzt machen wir noch Saturation drauf. Und zwar Tube Saturation. Drehen am Drive-Regler hier. Und gucken, dass wir hier richtig schön Drive reinkriegen. Vielleicht ein bisschen lauter dadurch. Und das Delay stelle ich auf Tape hier. So, jetzt haben wir schon ein Tape-Delay mit ein bisschen Delay. Und wenn ich hier am Tonregler drehe, hörst du auch, was passiert? Hier wird es ein bisschen dünner. Hier wird es ein bisschen fetter. So, aber wir lassen es mal in der Mitte stehen. So, noch ein bisschen mehr Drive. Ein bisschen mehr Obertöne. Wird auch ein bisschen lauter, aber es passt schon. Modulation lasse ich aus. Und die Effektfraktion lasse ich auch aus. Was wir jetzt haben, jetzt im Prinzip ein Delay, was links und rechts unterschiedlich ist, was wir einen Spring Reverb, also eine Hallspirale drauf gemacht haben, was wir in den im Effektbereich in den Höhen und Mitten ein bisschen beschränkt haben und mit Tube Saturation dafür gesorgt haben, dass es ein bisschen Rotz bekommt, aber wirklich nur ein kleines bisschen Rotz bekommt. Und jetzt müssen wir im Prinzip, ich drehe mal hier den Mixregler wieder runter, nur noch dafür sorgen, dass dieses Signal jetzt dem Originalsignal zugemischt wird, so dass wir im Prinzip den Effekt haben, dass die Vocals eben nicht mehr platt vor der Nase stehen, sondern sich mit diesem Delay-Signal dazu schön in den Mix einfügen. Und ich habe das jetzt hier in den Insert reingeladen, das heißt also direkt auf den Kanal, weil ich jetzt nur diese eine Stimme bearbeiten möchte. Falls du mehrere Stimmen davon damit bearbeiten möchtest, kannst du das auch in einen Effektkanal reinladen oder in einem Effektbus in dem Fall und kannst dann einfach die Stimmen, die du mit diesem Delay versehen möchtest, einfach per Send auf diesen Bus schicken und ab dafür. Falls du dich mit Bussen auch nicht so wohl fühlst, sagen wir mal, auskennen wäre das falsche Wort, aber nicht so wohl fühlst, kann ich dir auch nochmal ein Video einblenden. Du merkst, ich habe schon so viele Videos gemacht. Es gibt immer einen kleinen Tipp. Es lohnt sich deswegen auch immer, im Recording-Blog mal in den Artikeln zu stöbern und mal zu gucken, was ich so alles gemacht habe. Also, wir haben jetzt also ein Delay eingestellt. Wie ich es genau eingestellt habe, habe ich dir gerade gesagt. Und wir regeln es jetzt einfach mal erst nochmal solo ein kleines bisschen dazu. Trocken. Und jetzt machen wir mal ein bisschen dazu, ein bisschen Schmatz. Und du merkst schon, wie das Signal dann größer wird und breiter wird. Und das machen wir jetzt gleich im Mix nochmal. Ich spiele es nochmal einmal solo ab.
Und jetzt gehen wir den Mix mal dazu. Bisschen zu viel. Wieder runterregeln hier. Auch ein bisschen zu viel. Immer schön an die Hörgrenze. So, und jetzt mache ich es einfach mal aus. Lass es nochmal von vorne laufen. Mache es einmal aus und einmal an. Nein. Stimme noch ein kleines bisschen leiser. Fertig. Nur mit dem Spaceship Delay einfach dafür gesorgt, dass die Vocals eben nicht mehr platt vor dem Mix stehen. Und wenn du auch meiner Meinung bist, dass das wirklich ein großartiges Plugin ist, dann drück auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben bei diesem Video, wenn dir dieses Video vor allem gefallen hat. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mir natürlich ein Loch im Bauch freuen, wenn du jetzt noch auf den Abo-Knopf drückst und daneben die Glocke nicht vergisst, weil dann verpasst du auch das nächste Video nicht. Der Quick-Tipp ist ein bisschen länger geworden, war nicht ganz so quick, aber es gab ja auch viel zu besprechen. Das Spaceship Delay, der neue Traum in meinem Delay Himmel, und ich hoffe, dass er für dich auch genau das wird, nämlich ein Spaßprojekt, ein Spaß-Plugin, mit dem man seine Mixe aufhübschen und aufbessern kann. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!